US-Behörden haben einen geheimen Tunnel entlang der mexikanischen Grenze entdeckt, der offenbar zum Schmuggel von Drogen verwendet wurde. Im Zusammenhang mit der Entdeckung stellte die Polizei 8 Tonnen Marihuana und rund 150 Kilogramm Kokain sicher. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Laut den Behörden sei die Anlage zwischen Tijuana und San Diego relativ aufwendig gebaut. Die Gänge sind hochentwickelt, Hightech. Sie enthalten Schienen, Loren, ein Belüftungssystem und hydraulisch kontrollierte Stahltüren. Der Tunnel ist der achte dieser Art, der seit 2006 in San Diego entdeckt wurde. Die kalifornische Stadt ist bei Schmugglern beliebt, weil sich in ihrem lehmähnlichen Boden besonders gut graben lässt.